Eine High-Speed-Jagd im Pazifischen Ozean. Aufnahmen eines Hubschraubers der mexikanischen Marine zeigen die Verfolgung eines mit Drogen beladenen Schnellboots vor der Küste des mexikanischen Bundesstaates Baja California Sur. Vor der Armee aus der Luft gibt es kein Entkommen für die Drogenschmuggler, die vor den Augen der Soldaten verzweifelt versuchen, sich eines Teils des Rauschgifts zu entledigen. Die Ausbeute der Verfolgungsjagd: 3 Tonnen Kokain im Wert von hunderten Millionen von Dollar und 3 Festgenommene, auf die zweifellos lange Haftstrafen warten. Immer wieder stoppt die mexikanische Armee Drogenschmuggler auf hoher See, meistens in Schnellbooten. Mexiko ist seit langem ein wichtiges Transitland für Drogen, auf dem Weg von Südamerika hauptsächlich in die USA.